Sir, jawohl, Sir! Komm, Schlange, wir gehen Gassi. X, komm. Hätte schlanker sein dürfen im Ganzen, ne? Das denke ich mir immer, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, ich auch, aber... Naja gut, die Form, es gibt ja nun mal das Spiel wieder, also... Jupp. Ja, wenn du es mehr eingedreht hättest, oder ich glaube, ich hätte... Jetzt viel besser sehen. Dann sieht es nicht mehr rund aus. Also ja, das liegt vielleicht einfach an dem mangelnden Trollen. Hat jemand zufälligerweise Holz zum Treffer? Nein. Aber wie immer... Oh, ich habe eine Axt dabei. Warte, ich hab was. Ich hätte mir noch ein, zwei Reihen mehr Stein machen sollen. Wie ein, zwei Reihen mehr Stein? Nach oben. Ja, dass er so höher geworden wäre. So gut wie neu. Nee, ging ja nicht mehr, die waren ja schon orange. Oh. Naja. Einer mal wieder an Bord. Oder? Ich bin zu fett. Kannst du mal mit Grün ernten? Piep, piep. Ich kann dieses Feld langsam heute nicht mehr sehen. Das ist mein dritter Ablauf. Die sind noch nicht alle ver. Okay. Ich hab's immerhin nur einmal angepflanzt, also. Das Ding muss ich mir die Tage auch mal installieren. Ja, schön. Na, ja, noch 12 Sekunden Drachenmutter. 9, 8, 7, 6. Funktioniert gut mit Rückenwind? Ja, vor allen Dingen, wenn man übers Land versucht rüberzukommen. Komm. Ja, da stand ja noch die Bergbank, also von daher. Naja, ich konnte parallel noch ein bisschen heilen. Deswegen habe ich es auch so gemacht, weil... Ah, guck mal, jetzt ist die Schweine... Oh, links eine Schweineinsel, rechts eine Rehinsel. Mhm. Und wir mitten auf der Sandbank. Ein Schwein und ein Seereh. Hm? Seereh! Mach mir einen Termin. Und ein Gräudi. Eine separate Insel für ein Gräudi. Meine eigene Insel! Ja. Mit Gräulingen! Und theoretisch bräuchtest du mit dem Mod nicht mal mehr das Quadratending hier. Nein, die Gräulinge sind die. Nein, ist egal. Er macht dir das automatisch. Okay, ich würde gerne eine andere Insel haben. Du drückst Shift. Und dann macht er dir, ich glaube, ein 5x5 Feld. Warte mal. Wo ist denn der? Oberkiste. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder Saatgut machen dann. Das Gute ist, dass wir jetzt den Windschott schräg vorne haben. Nachdem die Drachenmutter gerade cool downt. Können wir das gleich noch ein bisschen mehr genießen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt gleich irgendwann beim Leuchtturm und wenn wir langsam da lang fahren, kann er auch in Ruhe aufgebaut werden. Apropos, hat jemand mal geschaut, wie viele Instanzen wir bei uns mittlerweile haben? Nö. Warte, ich guck grad. 9300. Dann dürften wir jetzt nichts mehr bauen. Ich denke 12.000. Ja, aber ich würde lieber auf 10.000 fixieren, weil... Naja, die Mühlen und so brauchen wir trotzdem noch. Ja. Ja, und die Wand können wir dann auch noch fertig machen. Mehr passiert ja nicht mehr. Und dann sind wir bei 14.000. Ach Quatsch. Jetzt sind wir bei 9.3. Ein paar Kisten brauchen wir auch noch. Dann reißen wir die Holzdinger ab hier von den Beeten. Ja. Ja. Die kriegen schon. Ja. Ist hier eine blöde Rübe, die nicht wächst? Ja. Ach doch, guck mal, jetzt leuchtet der Turm aber amtlich. Ja. Weil was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist halt, dass es wirklich hart anfängt zu lecken, wenn man in die Basis zurückkommt. Das kann nichts mit den Lichtern zu tun haben, die wir zur Verfügung stellen für Schiffbrüchige. Nein. Im Turm haben wir 8,5. Also wir sind so zwischen 8,5 und 9,3. Genau, weil du hast ja dann wieder welche nicht mehr, ne, wenn du in bestimmten Bereichen bist. Also ja. Ihr müsstet bald Turmsicht haben, weil ich sehe euch schon. Den Turm sehen wir, aber leuchtet nicht. Richtig. Turm ist irgendwie
nicht so leuchtig. Also es sieht einfach nur aus. Aus wie ein großer Turm. Ah, jetzt leuchtet's. So, da sieht man leicht die kleine Flamme. Ja, ich seh das Feuer vom Turm und jetzt baut sich der Turm drumherum auf. Okay. Ja, bei mir war es andersrum. Also bei mir hat sich der Turm aufgebaut und nach einer gewissen Zeit hat der Turm dann angefangen zu brennen. Jetzt habe ich einen schwebenden Turm. Jetzt bauen sich die Reste vom Turm auf, ja. Ich hatte einfach die ganze Zeit nur diesen Pimmel. Ja, und jetzt baut sich auch so langsam das Haus auf. Also im Moment fehlt noch in der Mitte ein Stück Haus. Ich finde, der Turm hat sowas von so einem Heizpilz, oder? Ja, schon. Ja, er sieht ja so aus wie so ein Heizpilz, ja. Und der brennt auch so. Aber nutzlos. Mit Gas betrieben, oder? Jop. Deswegen ist deine direkte Daten vom Klo. Sag, du schlägst gleich auf. Ja, ich hab schon den Rückwärtsgang eingelegt. Okay. Ich mag den Atompilz-Leuchteknopf-Penis. Penis. So, alle mein von Bord. Ich hab mir schon mal was mitgenommen. Ja, das ist okay. Na toll. Na toll. Sorry, ich hab irgendwie dann doch mehr dabei, als ich dachte. Ach, komm schon. So. Nichts passiert. Muss das Eisen dann einfach direkt in den Hochofen rein, oder? Ja, bietet sich ja an. Mit dem Mod könnt ihr dann 3x3, also 3... Das funktioniert nicht. ...in jede Richtung machen, dann würde es... Achso, nee, großen Hochofen nicht, nur einen kleinen. Na dann. Ja, da ist wieder 11 Stück drin, das ist ja... Ach, da ist noch ein Stack Eisen drin gewesen. Ach, das erklärt's, warum ich keinen Platz hatte. Spaß wäre jetzt erstmal den Spaß hier rein. Sortiert werden muss es ja eh. Na, das heißt, wir brauchen wieder ewig viel Holz, weil wir Kohle brauchen. Ja. Yay. Oh, das ist angelegt. Wir sind zurück. Hm. Gar nicht so oft abgesoffen wie gedacht. Nee, wir sind erfahrene Seeleute, also wir saufen nicht ab. Warte, was? Das muss ein anderer sein, Glück. Ja, ich glaube da. Die sind neu. Wo soll ich denn die geerdeten Rüben lassen? Am besten du steckst sie wieder rein als Saatgut. Ja. Yep. Das ist eine gute Idee. Warum? Damit wir Neues kriegen. Warte mal, hier sind Freunde drin. Wir müssen, Oh. Was sind die denn hier? Die haben die Werkbank zerlegt. Ja. Die Schweine. Die Steinwerkbank, die mit Eisen drinne. Komm die her. Die werden drumherum geschwommen sein, die Deppen. Ich denke, man wird hier dann noch ein Stück Mauer hinsetzen müssen. Dass die nicht hochkommen. Die hätten den Turm weiter rausziehen sollen. Oder einfach eine Mauer dran setzen. Das
dringende Gefühl, Klitke verprügeln zu müssen. Mach ruhig, wie du willst. Ich hab da so. Ich guck grad woanders hin. Das ist okay. Draußen ist doch schon wieder so ein Kremlin. Ein bisschen Holz liegt hier draußen noch in der Kiste, ne, wenn er was braucht. Für sofort und so. Also wir könnten es bestenfalls verkohlen oder so. Moment, würde ich vermuten. Mhm. Okay, das Schiff ist leer. Warum springe ich da doch ins Wasser? Weiß ich nicht, weil du es in dem Moment gemacht hast, wo ich gesagt habe, Schiff ist leer. Okay, so mit fast gar kein Leben in den Kampf gehen, das ist scheiße, glaube ich. So, ich glaube, jetzt durfte hier zumindest keiner mehr hochkommen. Es wird auf jeden Fall schwer. Ja. Wir haben hier schon mal eine Probe. Den Freischwimmer machen. Ja, der schwimmt einfach außen rum. Oh, ich hab mal das Zeug aus der Kiste raus und trag's mal wieder da ein, wo es hingehört. So, ernten. Quatsch, ansehen wollte ich. Genau. Also eigentlich nicht, aber... Was sich laut und deutlich freiwillig gemeldet. Wir haben es alle gehört. Wir haben noch 42 Rüben Samen. Ja, das sind aber 100 und Feld. Wir brauchen. Würde ich auch so behaupten. Versuch nicht mit mir zu diskutieren. Ich habe 2 kleine Kinder. Ich bin trainiert. Hier in einer Essenskiste sind auch noch irgendwo 50 Holz, Kohle. Jupp. Dex. Für dich. Na, die Kohle in den Essenskisten ist allerdings Reste für die Antivergiftungstränke. Die sollten nicht verfeuert werden. Die sind extra genau da, damit man sie nicht verfeuert. Dex, kommst du mit Holz hacken? Ich tue jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Okay. So, oh, ich helfe dir mal. Ich hab keine Rüben mehr. In der oberen Kiste. Ich hab ein komplettes Feld abgeerntet, hab ein halbes Haus gekriegt. Wie geht denn das? Na, ich hab doch noch Sachen übernommen. Wo kommt der Drachenkopf rein? Also der Schlangenkopf. Theoretisch in die Trophäenkiste, aber... Die ist backenvoll.
Wir können die auch irgendwo noch formschön aufhängen. Alternativ, gib mir einfach mal die Trophäenkopf. Oder werfen raus. Ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach ein paar von den Hirschen hier raus, packen da die Drachenköpfe rein, weil davon haben wir weniger und die Hirsche packe ich jetzt später einfach mal rüber ins alte Ding. Mach mal dann drüben ein Endlager. Ja. Wo kommt das Zeug rein? Das heißt, wir haben doch aber jetzt extra ausgebaut, um oben ein Endlager reinzupacken. Ja, da oben können wir noch was anderes Schönes draus machen. Ein Clubraum mit Dart und Billard, mehr kommt doch nicht mehr. Ja, zum Beispiel. Otto, wo kommt das Ember hin? In die Reichtumskiste. Ganz, ganz links. Also im alten Gebäudeteil ganz links. Ja, hab's schon. Gut. Irgendwie einer fehlt. Egal. Was fehlt? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das war nicht so schwierig. Wir haben 18 Drachentrophäen, okay. Ach, das sind... Ja, ist okay, ich weiß, wo die herkommen. Mhm. Becky ist 2 Minuten im Dienst geblieben. Dex, die obere linke Kiste, ignorier. Die obere linke Kiste? Ja, die hier. Also, hier vom Müll. Dinge, die wir noch gar nicht haben. Klitke? Zumindest nicht mal in der Masse. Kannst du mich mal von hier aus anleiten? Dass du dich hier mal auf den Stein stellst? Moment. Da oben kommt ein Stück Boden durch die Decke durch, die möchte ich gerne wegnehmen. Wobei da oben auch die Perlen von der Mutter drin sind. Ja gut, die haben wir jetzt. Oder ein Perlenkett. Tränen. Dann machen wir es mal anders. Dann. Ach, ich kann den Quatsch ja nicht porten. Ach, vergiss es. Siehst du, dass da oben das eine Ecke, die rausguckt? Die hole ich mir jetzt. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte es einfach mal ins alte Dings reinschubsen. In unser altes Lager. Warte mal, wo ist denn das jetzt, wo du es durchpiekst? Das ist zwischen den beiden Zonen. Holzebenen, ne? Ja, du musst es quasi davor stehen, glaube ich. Ja, ich glaube es auch. War's das? Ja. Sehr gut. Ach, du hast hier überall so Holzdingerchen hingemacht und da dann die Fackeln drauf. Mhm. Okay, ich komme hier nie wieder raus, aber. Ich mag die. Naja, damit die höher stehen, weißt du? Ja, alles gut. Aber es ist gut hell, ne? Ja, ist angenehm. Ich fühle mich nicht verdunkelt. Es gibt keine Verdunkelungsgefahr. Nee,